Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute in LS 17 auf der Mining and Construction Map zusammen mit dem McManus und den Tigersaut. Servus. Dino? Warte mal ganz kurz. Achso, ja, hallo. Ich wollte mich nach McDonald's zwingen, die Spackos. Ach, geh mit, Alter, hol dir einen schönen. Ich will nicht zu Mc's. Ach, hol dir einen, hier, wie heißt der? Big Tasty Bacon, Alter. Und wenn du reinbeißt, denk an mich. Denk an mich. Danach holt ihr einen McFlurry. Ich will nicht zu Mc's. Ich möchte nicht zu Mc's, ihr Lutscher. Also Döner oder gar nicht. So, ist gemessen. Das macht dort sprechen muss. Ey, ich kurz ab, ne? Der IT-Runner geht ja nicht hinten dran. Bin ich dran? Der IT-Runner hat eine normale. Der hat eine Kugelkopfkupplung? Was? Ja. Ist ja ein Witz, oder? Aber normalerweise hatten die LKWs bisher immer beides gehabt. Also der Scania zum Beispiel, den ich hier habe, den hatten wir, der hat beides. Dann schönen Abend euch, ihr Mickey-Mäuse. So, sorry. Das finde ich jetzt ziemlich kacke, wenn ich ehrlich bin. Das kann nicht sein. Kurz hier ab. Kann ja nicht sein. Ah, du hast die Kugelkopf anbauen nicht hinten, ja. Ja, aber warum nicht? Weil der nicht bei der eine Kupplung hat. Ich kurz ab, ey. Wie gesagt, der andere hat's. Ach, das ist doch Shit, ist das doch. Warum ist immer irgendwas anderes? Ich verstehe das nicht, ey. Das kann ja nicht sein, ey, dass er jetzt nicht hier dran geht. Ey, das geht mein ganzer Plan nicht mehr auf. Den ich vorhatte. Wie Mutter, wie kann man das vergessen? Ja, was heißt vergessen? Also, wie kann man das weglassen? Jeder LKW hat hinten beides, oder? Gibt's eine. Jetzt mal ohne Mist, ich kenne mich null aus, deswegen kann es sein, dass ich gerade die übelste Schellen hier kassiere im Chat. Ich wollte gerade sagen. Ich denke mal, dass das gerade beides hat, ist eigentlich mal Sonderanfertigung. Kann ja nicht sein. Ich wüsste jetzt nicht, dass ein LKW beides hat. Warum nicht? Weil im Grunde genommen ja eigentlich jeder LKW quasi eigentlich seine passenden Anhänger hat, normalerweise hat. Ich glaube, wir müssten theoretisch einen Anhänger haben, aber da kannst du den wahrscheinlich nur wieder drauf schieben. Mann, das ist doch Shit, ey. Was müsste es für einen Scanner noch einen Anhänger geben? Warte mal. Gucke mal bitte mal unter Kipper und Scrum weiter nach hinten. Da gibt es einen MANHKL Wechselbrücken Anhänger. Der LKW hat seinen eigenen Anhänger. Lol. Ja, aber Wechselbrücken. Ja, du kannst aber auch konfigurieren als Hakenlift oder Wechselbrücke. LOL! Und so geht dein Plan wieder auf. Okay, das ist geil. Das ist deswegen geil. Deswegen sag ich ja normalerweise hat jeder LKW seine eigenen Anhänger, weil die normalerweise nicht beides haben. Okay, aber egal. Gut, ich hab den gekauft, weiter verkaufe ich den anderen. Den. Kriegen. Das Gute ist, dadurch, dass er neu ist, kriegen wir das gesamte Geld wieder. Oh. Weil der hat nämlich jetzt dieses Small Dings hier. Ja, ich seh's grad. Kupplung. Ja, super.
Und dass er einen eigenen Anhänger hat mit Dings? Wusste ich ja auch vor, das habe ich jetzt auch noch nicht zurück gesehen, weil ich ja nach dem anderen Anhänger vor dem Scanner geguckt hatte. Hätte ich auch nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist natürlich dann, das macht das Pack ja noch geiler. Ja, das stimmt allerdings, ja. So. Obwohl ich das Gefühl habe, dass das Auto der IT-Runner nur verkürzt ist und mit einer Anhängerkupplung versehen ist. Aber warum fragt ihr mich dann erst und stellt mir zwei Möglichkeiten zur Auswahl, wenn es sowieso keine zwei Möglichkeiten gibt? Was ist das? Das ist doch hier voll der Betrug. Ich würde ausrasten, ey. Die fragen mich, ob ich einen Döner will oder zum Meckens. Da sage ich, ich will Chinesisch. Dann sagen sie, nee, Chinesisch haben sie keinen Bock. Da sage ich, gut, dann gehen wir halt zum Dönermann. Nee, wir wollen Meckens. Ey, was ist denn das? Die will mich doch verarschen, oder? Und er hat sogar die gleichen Reifen drauf, ich geh kaputt. Ey, das ist Tino? Das geilste Spannende ever. Ja. Und ich? Ja, kann ich überhaupt nicht drüber lachen, ne? Ja. Spaß. Oh. Ja, dann macht das doch jetzt ganz einfach. Dann schickt die nach Meckes, sagt von mir geht essen. Das Problem ist, der Dönerladen ist um die Ecke, 50 Meter, ne? So, Meckes müssen wir 25 Kilometer fahren. Da hab ich keinen Bock drauf jetzt, ja. Hm. Warum denn nicht? Weil er da 25 Kilometer fahren muss. Aber für Meckes? Saskia, nein. Ich möchte, dass du bitte jetzt in mein Zimmer kommst. Das klären wir jetzt persönlich. Komm bitte in mein Zimmer. Oh, jetzt gibt's Report. So. Er hat mich Miesmuschel genannt. Also sei froh, dass sie die Steuerungsform nicht benutzt hat, Miesmuschel. Wow. So, ich habe das Wasser vergessen, verdammte Kacke. Also, Wasser war's, ne? Was wir brauchen. Wolltest du Wasser holen, ja? Bin gespannt, ob sie kommt. So. In den See muss man ja den HKL ablassen, ne, dass er lädt, oder? Ja. Ja. Oh, ist das ein geiles Gespann, Alter. Das ist der Hammer, ey. Das ist wirklich der Hammer. Ah, jetzt stell dir vor, jetzt haben wir irgendwann noch so eine Wild-Wechselbrücke oder sowas und dann das schön, dass sie Stahl transportieren, ey. Wow. Warum lädt er kein Wasser? Warum lädt er jetzt kein Wasser? Hast du auch den Container ausgewählt? Ja. Hör auf, das, ja, das ist, zu sagen. Der Friesi, du wirst lachen, das ist aber der häufigste Fehler, den viele machen. Ja, das ist aber derselbe Spruch wie bei der Telekom, wenn das Internet geht. Sind die Stecker auch alle richtig drin? Ja. Dann könntest du ausführen. Haben sie ihren Bruder angeschlossen? Wurde so das erste Mal so. Gibt's ja nicht, ey. Ich glaube, du musst tiefer rein. Ja. Ja, tiefer geht's, glaube ich, nicht mehr, oder?
Zieht er jetzt Wasser? Nein. Steig aus. Es kann doch jetzt nicht sein, dass du kein Wasser gezogen hast. Ich bin wirklich zu doof. Ich kann nach 8 Jahren Landwirtschaftssimulator bin ich immer noch zu doof, Wasser aufzuladen. Es ist doch der Wahnsinn. Warte mal. Es geht, fress ich hier den Tank auf, ey. Und in diesem Fall bist du gerade nicht zu doof. Ja, danke. Warum lädt der hier kein Wasser? War das wieder die Vorwärtsaufgeschaltung draußen? Das Ding ist schon komplett versenkt, ne? Geht nicht, ne? Boah, warum nicht? Ja, verstehe ich auch nicht. Was ist denn das für ein Quark, ey? Das ging doch sonst auch immer, Mann. Ich will mal irgendwas ausprobieren. Nein, 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 scheiße. Rück. Das ist aber, wenn er drauf ist, lädt. Oder was denn? Ja, ich wollte mal gucken, ob er von der Zugmaschine wie aus wenigstens lädt, das Wasser. Weil nicht, dass einfach der Hänger jetzt irgendwie gerade rumspackt. Moment, ich stehe doch noch nicht im Wasser. Probier mal, ob er oben drauf lädt. Okay. Er sieht nicht so aus, Tiger. Nee, nicht wirklich. Aber warum? Wie du schon sagst, ist die noch so. Ja, dann laden wir ab. Also, ich bin der Meinung, dass er eigentlich nur lädt, wenn man ablädt, aber. Also, wenn er unten ist, aber. Ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Na, warum deckst du denn jetzt nicht ab? Ja, anwählen und ab geht's. Wieso geht denn das nicht? Da 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 da. Aber kannst du ja an dem See nicht laden, dass das irgendwie abgestellt haben? Hab ich schon. Geht immer noch nicht? Ja. Gut, dann her das Ding falsch woanders hin. Scheiße, muss man woanders probieren. Mann, das gibt's ja nicht, ey. Kann nicht wahr sein, ey. Vielleicht haben sie auch irgendwie eine Maske in den See eingebaut, dass du hier nicht laden kannst oder so. Ja, wann soll denn das passiert sein? Wo haben wir noch einen Wasserträger? Da unten in der Mine ist auf jeden Fall der eine. Wo? Da, wo wir sonst noch Wasser weggeholt haben. Beim Soll hinten. Wo denn? Beim Soll unten. Ja, das stimmt. Ja. Ach so, siehst du ja, da können wir natürlich auch hinfahren, ja. Ja, gut. Können wir uns den ganzen Bimsmanns hier sparen eigentlich. Was ich dann nicht so richtig verstehe, ist, dass man den auch an- und ausschalten kann. Das ist mir noch ein bisschen ein Rätsel. Für was das sein soll, den Tank an- und ausschalten. Ja, wie gesagt, ich kenn's normalerweise nur, dass du einfach ins Wasser fährst, R drückst und dann lädt er normalerweise. Komisch elektronisch. Naja, aber so ist es. So, jetzt holen wir da unten noch schnell Wasser und dann haben wir die Folge wieder richtig produktiv gar nichts gemacht. Super. Der Modder soll mal hier in die Käse kommen und oder soll mal in den Käse kommen und soll mal hier noch eine neue Webversion bringen. Soll man noch was einbauen, Alter? Es gibt so viel Zeug, was da noch einbauen kann. Oder? Ich glaube nicht, dass da noch was passieren wird. Ist doch scheiße. Wieso macht er nichts mehr?
War schon mal eine Zeit, da hat er übelst lange nichts gemacht, dann auf einmal ist es wahrscheinlich so, mal Bock, mal keinen, ne? Wir wollen unsere eigene Mining und Construction Map für den LS19. Wenn wir wenigstens mal jemand hätten, der sowas bauen könnte, ey. Das wäre Premium, ey. Da hätte ich 700 Aufträge für so den, ey. Ich hätte Bock auf so ein richtiges LS. Ich habe schon, weißt du, was ich schon überlegt habe? Jetzt ohne Kack und Mist. Ne? Aber nicht gleich wieder hier in den Kommentaren, ne? Es ist wirklich nur eine Überlegung gewesen. Ein Dix zu machen. So ein Infovideo. Und zu versuchen, so ein richtiges LS-Team zusammenzustellen. Habe ich auch schon probiert. Und? Mit den Gedanken so drin gespielt. So einer, der moddet, der für einen da ist und so weiter und so fort. Naja, so ein Team einfach zusammenstellen, ja, ja. Wo du auch mal mit zusammen spielst, wo du, wo sich um die Mods gekümmert wird, wo aktualisiert wird, die Serverpflege, wo mal mit dem Giant Leader was gemacht werden kann und so weiter und so fort, wo man auch wegen mir immer mal so ein bisschen sich zusammensetzt und so, weißt du? Ja, zusammen sitzt auch mal plant, dass das, man sagt, ey, hör genau. Mal, die Halle da weg, können wir da vielleicht nicht das hinpflanzen? Ja, genau, das habe ich auch mir auch schon überlegt, aber... Genau. Ist immer so eine Sache, ne? Naja, man bräuchte einfach Leute, die da Bock drauf haben. Genau. Leute, die da auch dabei bleiben, länger. Genau. Okay, und wirklich im Team meine ich nicht hier 50 Leute, sondern einfach halt, sag ich mal... 3-4 Leute. Ja, so zwischen 3 und 5 fähige Leute. Genau, ja, ja. Das wäre optimal, ey. Das wäre geil. Das wäre wirklich geil. Das wäre mehr als geil. Aber wie? Ich habe mir halt dann so überlegt. So ein Infovideo oder so ein. Wie fängt man da an? Mit was fängt man an? Ich würde ein Infovideo machen mit einer vernünftigen Bewerbung, wo dann auch dritt steht hier, ich habe Ahnung in Memming, was weiß ich. Man muss schon mal dazu sagen, jeder, der sich die Zeit nimmt, eine vernünftige Bewerbung auszufüllen oder da zu schreiben oder, sag ich mal, so eine Info, Bewerbung will ich es jetzt mal nicht nennen, das schließt schon mal bestimmte Kreise aus. Genau. Okay? Weil das macht schon mal nicht jeder. Würde ich behaupten, einfach so, keine Ahnung. Wer da schon dann, keinen Bock drauf hat, der hat auch auf den Rest keinen Bock. Genau, und was dann lässt du, wenn du dann meinst, ja, der und der für die Map, und dann lässt du die mal machen. Dann gibst du jedem eine andere Aufgabe, mach mal auf der und der Map das weg, tu das dafür hin, mit Trigger vernünftig alles drum und dran. Und dann guckst du dir das an. Ja. So hatte ich mir das überlegt. Auch so mit eigenem TS und alles und... Genau. Ich hatte auch schon überlegt, ob man... Ich hatte schon mal überlegt, ob man das LPG-Team fragt, ob man dann, wenn sowas zustande kommt, den TS mal zusammenlegt. Also, wir haben ja unseren Haupt-TS, den Troubletown TS, ne? So, aber halt dann so ein TS machen, wo halt gerade so LS, nur auf LS und für uns, weißt du? Oh ja. Und wo es halt so das LPG-Team seinen Bereich hat und wir so unseren Bereich, und aber wo man sich gegenseitig auch mal austauschen könnte. Aber ich weiß nicht, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, aber ich weiß es nicht. Also natürlich, jemand, der an sowas immer mal Interesse hätte oder da auch ein bisschen was kann oder so, in den Kommentaren melden, immer. Also jetzt unter der Folge einfach mal reinschreiben, werden wir mit Sicherheit mit größeren Augenmerk da mal auch lesen. Aber wir müssen halt mal gucken, ob es halt planbar, ob es halt umsetzbar ist. Einfach, ich würde gerne in den 19er dann ein bisschen anders reinstarten. Muss ich ehrlich zugeben. Bisschen so. Geplanter, ne? Ja, naja, geplant finde ich das schon alles, aber... Ja, nein. So wie es jetzt ist, ist nicht so hundertprozentig zufrieden. Also es läuft alles super. Das hat auch mit niemandem hier was zu tun, das muss ich ganz klar dazu sagen. Aber ich finde, man könnte vieles mehr machen, wenn man so ein paar coole Leute um sich hätte. Das ist eigentlich alles. Na gut, aber egal, wir dehnen das hier gerade aus. Und sind aber eigentlich auch schon fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und so weiter und so fort. Sorry für die paar Sprachnachrichten hier hin und her, aber da ging es ums Armbrot und ihr wisst ja, ne? ja. Beim gut. Essen ja. Versteht der Mann auch. Keinen Spaß. Richtig. Da hört der einfach auf. Da muss geplant werden, Leute. Ja. Na gut, in diesem Sinne, bis dahin. Tschüss. Tschüss.